Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders, hier TDFLP, euer Ding am Start. Wir sind jetzt vor der Tür angekommen, in den nächsten Bereich, und wir sind super hyped, sogar Krieg ist super hyped, wie ihr seht. Und wir gehen da jetzt rein, like a boss. Geht weg. Oh, ich sehe schon. Muss die Dinger irgendwo rumwerfen bestimmt. Na, hier ist ein Schwert, okay. Das ist schon mal klingt schon mal spannend. Und das muss ich da reinstecken. Aha, aha. Irgendwie will ich da jetzt gerade nicht runtergehen. Ich hab zu lange gebraucht, weil ich nicht wusste, wo das Anvisieren geht. Ich wette, der hätte mich gegessen, wäre ich da runtergegangen. Der Pisser. Och nee. Really? Yes? Ich hab doch kaum noch Leben. Ist aber nicht so nett. Vor allem, wenn du noch andere Companions bei dir hast. Das ist gar nicht so nice, finde ich. Ja, mach deine scheiß Attacke oder irgendwas. Oh, boah, Alter, lauf nicht neben mir her. Oh, diese Kristallklinge hat gar kein Damage Output. Warte, ich musste mal irgendwo. Halt's Maul. Wo ist der Spaß, wo ich das reinstecken muss? Oh mein Gott, das ist das Teil. Ich muss das irgendwie managen. Ich will das nehmen und werfen. Werde dir das Fleisch. Sag Fresse halten! Und geh weg von mir! Hat es jetzt Damage gemacht? Ich weiß es nicht. Ich bin so verwirrt. Ja, ja. Bitte mich, ist klar. So. Dann Nummer 1. Nummer 2. Geh weg von mir. Bitte gehen Sie weg von mir, por favor. Ich mach den jetzt einfach so fertig, weil der stresst mich hart. Werde dir das Fleisch von den Knochen rein. Wieso wusste ich, dass das jetzt passiert? Irgendwie war das so obvious. Ja, ach was du nicht sagst, Alter. Ah, good day. Was geht ab, Jungs? So, was ist hier? Ist hier irgendwas Interessantes drin? Ah, hier ist so ein Gang. Komme ich da überhaupt hin mit diesem Scheißteil? Weiß es nicht. Das ist das Teil, wo ich das hinstecke. Wo ich das reinstecken muss. Ich steck ihn da rein. Naja, komm. Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf meine fette Krone. Achso, nee, da kann ich das gar nicht reinstecken. Ja, hab ich auch nicht Bock drauf. Jetzt auf euch alle hier. Ja, habe ich Bock drauf. Habe ich Bock drauf. Ja, in die Richtung wollte ich genau werfen. Oh, leider. Ja, und ich bin stark, Alter. Jetzt halt's mal. Was? Ich hab nicht genug das eine? Ich hab nicht genug diese gelbe Scheiße. Och, ja, jetzt komm. Eigentlich kann ich den auch. Eigentlich kann ich den nur so platt machen, Alter. Bam! Zack, zack.
Komm. Du bist schwach. Ah, deine Mutter ist schwach. Zack. Nummer 1 down. Komm schon, komm schon, komm schon. Zack, 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 zack. Ah, fast, war gut. Gibt Schlimmeres. Hast du gegen mich contesten oder was? Du Lapp. Komm doch, bleib mal an jetzt hier. Ah, deine Mutter ist auch schwach. Deine Mutter hat deine Mutter gestern gesagt, Alter. Und dann habe ich sie auseinandergezwiebelt, ey. So wie ich dich auseinanderzwiebel. Du Weakling. So. Süß, das haben wir süß gemacht, Jungs. Den stecken wir erstmal da rein. Und eine neue Tür öffnet sich. Ja, ja. Ich weiß jetzt nur nicht, welcher sich geöffnet hat. Ja, ich glaube da vorne. Neben uns. Next to us. Good day. Oh, was ist das denn? Ah, da kann ich hochfliegen, ja? Ah. So, springen, jumpen, sliden. Bisschen Funken sprühen. Ist ja alles grandiosi. Ich glaube, das war jetzt der richtige Weg, das da runter zu schieben. Schieben wir das dann nach vorne. Ja. Genau. So wird's nämlich gemacht. In guter alter God of War, Mann. Immer schön schieben. Ah, nice. Oh, hallo. Okay, da gehen wir schon mal erstmal nicht lang. Weil. Naja. Große. Face. Nice. War das jetzt der richtige Weg? Das ist hier die Frage. Wir springen einfach mal runter und hoffen nicht getötet zu werden. Nice. Okay, der läuft schon mal weg. Gut zu wissen. Ah, genau, die weglaufen sind immer gut. Oh. Es geht ab, Brüder. Come on! Bam, number one. Number two. Number three. Numero five. Sechs Stück waren das. Krass. Get wrecked. Get wrecked. Das sieht mir süß aus. So, erstmal Leben holen. Und da ist irgendein Gefäß. So, checken wir mal die Umgebung. Was ist das für eine Scheiße? Weg damit.
das hier alles hier weg mit dem ganzen Kack hier. Ganzen Seelen abgreifen. Ein Kopf. Oder ein paar mehr Köpfe. Ein Shuriken. Eine Kreuzklinge. Hallo. Ich würde gerne den auswählen. Und den. Okay, dann will ich nur einen aus. Ah, ich kann das festhalten und dann... Das ist ja witzig. Nee, ehrlich, ich hype das voll hart, das Teil. Wie geil. Den. Den. Und den. Der hat gesagt, bis zu 5 Ziele. Oder nicht? Oder nur ein. Ich weiß nicht, ich bin verwirrt. Das Ding ist witzig. Mir gefällt's. Mir gefällt das gut. Geil, Alter. Macht jetzt bestimmt nicht den Hyper-Damage gegen irgendwelche, irgendwie diese Gegner, aber... Fuck it. Deal with it. Aber müssen wir bestimmt später beim Boss benutzen, den Scheiß. Von daher, alles cool. Was für ein Move. Killer. Na, gegen den müssen wir das bestimmt auch benutzen, weil der ziemlich garstig aussieht. Ja, ich glaube, wir dürfen den nicht so nah angreifen, sonst haben wir ein Problem. Das ist so witzig, das Teil. Ich fühle mich wie bei Naruto. Oha. Das ist fett, ey. Das macht kein Damage, aber ist egal. Alter. Was soll ich denn noch mit dem Scheißteil angreifen? Na also. Normal. Erstmal seinen Kopf abreißen. Sweet fucking Lemonade, guys. Sehr gut. So lobe ich mir das. Okay. Ah, damit kann ich die Dinge auch rot machen. Anscheinend. Was ist das für ein Ort? Ich muss zugeben, für ein Rudel Schwächlinge stecken diese Menschen voller Überraschungen. Wer weiß, welche Geheimnisse sie hier unten vergraben haben. Okay,
Hier unten gibt's Secrets. Secrets sind gut. Was ist jetzt passiert? Can someone tell me what happened? Hallo Auge. Du stinkst. Ah. So, muss ich jetzt halten jetzt hier. Ich kann das anscheinend nicht bewegen. Weil ich das erst aktivieren muss. Das ist ja genial. Das ist genial. Warum geht das nicht hoch? Ich habe noch nicht ganz verstanden. Ich dachte, das wäre jetzt super smart von mir gewesen, aber irgendwas stimmt hier nicht. Und da sterbe ich jetzt, ne? Ich bin überfragt mit dem Regen. Okay, ich hab's gefunden. Easy peasy lemon squeezy. Kein Ding. Do it. Ja, Mann, jetzt geht der nach oben. Genau, das ist es. Dann kann ich den angreifen. Und dann passiert was. Na, also. So lob ich mir das. So. Ah ja. Einfach alles kaputt machen, was geht. Keinerlei Rücksicht auf Verlust. Kreuzklingen tränken. Die Kreuzklingen können einfach 10 übertragen. Ah ja. Das heißt, wenn die jetzt durch Feuer oder so gehen, dann sind die sweet oder was? Ah ja, Tatsache. Ah ja. Gut, 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 zu wissen. Das heißt, die sind kompatibel mit den Elementen. Wie zum Beispiel Feuer. Oder anderen Sachen. Was geht da unten? Oh, da unten ist bestimmt irgendwas Abgefucktes. Ich sehe schon kommen. Ja, ja, das sieht mir hier so ein bisschen bossraumig aus, ne? Wie viel Leben haben wir denn? Steht das hier? Keine Ahnung, ja, nicht so viel. Ein bisschen haben wir, aber nicht zu viel. So, jetzt sind wir voll. Jetzt gehe ich hier oben hin und jetzt kommt eine Katze. Doch nicht. Dann nicht. So. Nehmen wir. Ah, wir müssen diese. Diese Schwerter aktivieren und alles. Das wird bestimmt Zeit kosten. Diese Rätsel. Ne? Ja. Ja, 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 ja. Das kostet alles Zeit. Boah. Gut, dass ich den sofort entdeckt habe. Okay. Da will ich hin. Ein Artefakt des Soldaten. War es jetzt ein Fehler, hier runter zu springen? Hey. Ah, ne, hier kann ich wieder hoch, glaube ich. Hm, ist ja ein
Klaus. Oh, hier ist schon unser erster Rätselpunkt. Wenn ich wüsste, was mir das Ding jetzt hier bringt... Oh, kann ich das hier... Ah, das Ding ist nicht an. Oh, gut zu wissen. Osch. Gut, ich glaube dann, bei der nächsten Folge probieren wir das nochmal mit dem inaktiven Bombenteil. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine übergeilen Pelikane. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir diese garstigen Rätsel lösen. Haut rein, bis dann.